Der Lennox soll hier laufen. Zack, da ist er auch schon. 2,5 Kilo Lennox, mal wieder hier schön entspannt auf Maus. Ja, der Reifenreif hat erstmal hier einen schönen Beitrag gepostet im Discord über den Lennox. Das hier, der Lennox halt schön reinballert an der Yamaha und das mal wieder auf die Nagetiere, was ja immer eigentlich ganz gut auch funktioniert. Ob das die großen sind oder die mittelgroßen Nagetiere, da muss man halt so ein bisschen jetzt rumprobieren und zack, der nächste. Und natürlich auch mal gucken, wie die Farben sind und wie die Führung ist. Ich stand vor 2 Stunden auch schon mal hier, da war allerdings mächtiges Regenwetter, das war nicht so nice. Und von der Führung her, mit diesem einfachen Durchleiern, hat das bei mir auch nicht so geklappt. Jetzt teste ich gerade zum einen bei Sonnenschein und zum anderen mit Tempo 50 und so ein bisschen intervallmäßig. Zack, mal ein bisschen antäuschen sozusagen, als ob der Nager wegrennt übers Wasser und zack, nächster, sehr schön. Und dann wieder eine Pause machen. Also, schnell kurbeln. 1, 2, 3, 4, 5. Pause. 1, 2, 3, 4, 5. So. Mit 50 und Shift. Und dann zack, kurze Pause machen. Wieder ein bisschen treiben lassen. Und dann auf einmal zack, schnell wieder rein. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder Pause machen. Und wieder so ein bisschen treiben lassen. Also so teste ich gerade. Und so geht's gerade anscheinend. Und vielleicht, naja, vielleicht läuft es bei dir ja anders. Einfach ausprobieren, das ist halt immer wichtig, je nachdem, wie die Wetterbedingungen sind und wie, ja, ob das von der Temperatur her gerade passend ist und so weiter. Also es sind ja immer wieder verschiedene Einflüsse, die das eben hier verschieden wirken lassen. Und ob man dann was fängt oder nicht, man muss es einfach testen. Wie gesagt, vorhin Katastrophe, jetzt gerade ein bisschen anders getestet. Auf einmal schon 2 richtig schöne Lennox mit über 2 Kilo. Das bringt schon richtig gut Cash. Da kann man schon gut rein. Übrigens sollen hier auch die japanischen Saiblinge gehen. Das wäre natürlich auch nochmal richtig gut. Nehme ich auch gerne mit. Ich stehe hier mit einem relativ großen Setup. 17 Kilo Schnur. Wir gucken uns das gleich nochmal eben an. Werf aber auch eben maximal aus mit dieser Maus. Also richtig weit bis ans andere Ufer. Und dann immer, wie gesagt, so ein bisschen treiben lassen. Tempo 50 jetzt gerade drin, Shift und dann locker durchziehen, wieder ein bisschen treiben lassen das Ganze, als ob die Maus eben ganz hektisch übers Wasser zieht und dann keine Kraft mehr hat und dann wieder wegtreibt und dann sich nochmal aufrafft und schnell wieder übers Wasser, zack, und dann wieder wegtreibt. Also so ein bisschen immer ja, probieren und testen. Der Reifenreif hatte das im, zack, da geht er rein, hatte das im Discord gepostet, Link zum Discord übrigens unter dem Video. Da auch einfach mal gucken, was er da in seinem Kescher hatte. Hoppala. Und wie das bei ihm so funktioniert hat. Er hat halt geschrieben, mit Tempo 16 auf ähnlichem Setup hier einfach nur durchgeleiert. Ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man natürlich auch machen. Oh, geht er, oder? Oha. Aber schon großer. 6 Kilo kann man gerne mitnehmen. Versuchen wir ein bisschen weniger weit auszuwerfen. Machen wir nur 50% aufladen. Und dann immer nur so ganz kurze und sofort bis. Na, guck, man muss testen, man muss testen. Immer ausprobieren, immer testen, immer ein bisschen spielen im Game. Vielleicht gibt es immer noch andere Möglichkeiten, die vielleicht noch besser funktionieren. Na, guck mal da. Und da ist er, japanischer Saibling. Wie angekündigt vom Reifenreif, hier umgesetzt, sensationell. Der als Trophy wird natürlich auch noch schmecken. Und da ist natürlich dann auch so ein großer Köder vielleicht gar nicht verkehrt. Allerdings auch hier jetzt gerade wieder Tempo 50, so 3 Umdrehungen machen. So ein bisschen so eine schreckhafte Maus, die von der Strömung erwischt wurde. Und jetzt zack, und der nächste Biss. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Gerne so weiter, gerne auch in der Größe. Dann schmeckt das schon. Gar nicht schlecht. Jetzt sind die 4 Minuten. Das sind schon ein paar Silber. Die können gerne rein. Ja, von der Position her. 133, 188. Ist, zack, der nächste. Perfekt. Ich muss das mitnehmen. Ich muss die mitnehmen jetzt. Die Zeit ausnutzen. Jetzt ballern sie rein, auch wenn hier ein paar Keters sind. Aber vielleicht, oh ne, Lennox, 3, oha. 3,8 Kilo. Alter. Also, ballert rein. Richtig, richtig nah. Aber aufs Wetter achten.
Sonnenschein scheint tatsächlich gut zu gehen. Bewölkt, Regen, Gewitter, Katastrophe. Richtige Katastrophe. Zack, der nächste. Sehr gut. Also, man muss noch nicht mal maximal auswerfen. Selbst hier vorne. Oh, auch sehr schön. Auf halber Strecke. Wobei, den hatte ich vorhin auch schon bei Schlechtwetter hier. Das sieht doch gut aus. Tempo 50. Plus Shift. 1, 2, 3 Umdrehung. Wieder ein bisschen treiben lassen, das Ganze. Ach, sehr schön. Das ist doch immer gut, wenn man endlich mal was hat, was auch funktioniert. Also hinrennen, testen, testen, testen und dann gib ihm. Wir gucken jetzt erstmal eben schnell in das Setup rein. Na, hier vorne, jetzt sehen wir auch mal, wie das quasi so läuft. Also wenn die Maus von da vorne halt ankommt, treiben lassen, schnell ein bisschen ziehen, wieder ein bisschen treiben lassen und wieder ziehen. So dieses Erschöpftsein der Maus simulieren und dann bam, kommt der Einschlag. Setup sieht so aus. Mit der dicken, fetten Rute. Mit der dicken, fetten Rute allerdings nur mit 17 Kilo Schnur. Mono only. Reicht auch hier. Man muss hier nicht mit Fluorocarbon rein oder sowas für die dicken Lachse. Sieht man ja. Also auch hier ohne Fluorocarbon, Vorfach oder sowas. Einfach nur auf Monoschnur läuft das ganz gut. Hatte ich mir vor einer Woche ungefähr extra hier geholt. Einfach nur dafür. Tunguska Black Maus als Köder. Name ist Programm. Nur zu kaufen an der Tunguska. Und zwar nicht im Tunguska-normalen Angelgeschäft, sondern durch den Hinterhof, durch nach hinten, in den hinteren Bereich und dort nochmal extra in diesen Spezialshop. Und da reingehen und da gucken nach diesen besonderen Ködern, nach diesen Mäusen. Und ja, die sind schon ziemlich teuer. Aber die lohnen sich halt und zwar auch, also nicht nur an der Tunguska, sondern eben auch immer wieder hier an der Yama. Da gibt es ja auch schon einige Videos zu oder mehrere Videos, sagen wir mal so, zu dem Angeln mit der Maus, jawohl, oder mit den verschiedenen Mäusen. Auch hier an der Yama, auch verschiedene schon mal getestet an verschiedenen Spots. Vielleicht einfach mal reingucken, da gibt es auf jeden Fall noch einige. Brachymystax. Nicht schlecht, Alter. Ich ziehe erstmal weiter durch. Boah, nicht schlecht. So, weiter. Und weiter rumprobieren. Warten wir ab. Hier ballert gleich noch eine Trophy drauf, ne? Vor allem auf diesen großen hier, auf den 35er. Das ist ja schon eine große Maus. Da ist das ja auch gar nicht verkehrt, ey. Wenn das funktioniert, wenn hier die Einschläge kommen von den doch recht seltenen Fischen, dann schmeckt das doch. Ja, von der Position her, von der Map, ich habe es noch gar nicht gezeigt. Hier sind wir. Das ist hier die Stelle. Also immer noch relativ in der Nähe von der Base, eben hier hoch, zap, zarab und da kommt schon der Einschlag. Ich gucke mich nochmal eben um. Na, der nächste kleine Sesshafte. Also direkt hier an den Steinen, so ein bisschen daneben quetschen, so einfach hier vorne hin und dann gib ihm. Ja, so viel zu dem Spot. Ich glaube, das ist es. Ich werde es hier auf jeden Fall weiter durchziehen. Cashmäßig lohnt sich das. Ich renne allerdings jetzt erstmal noch nicht zurück. Ziehe jetzt hier gleich nochmal ein bisschen weiter durch und hoffe hier auf dicke Fänge. Und ich glaube, ich werde das auch morgen nochmal ein bisschen weiter testen. Das wäre doch auch nochmal was, was man im Stream nochmal ausgiebig probieren kann. Also ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr und die ganzen anderen Tage auch immer ab 19 Uhr. Allerdings da nicht komplett RF4, sondern da machen wir ein bisschen Wechsel. Mal Russian Fishing 4, mal ein bisschen Landwirtschaftssimulator zum Beispiel. Und dann gib ihm. Petri, bis zum nächsten Mal.